So, wir beginnen den gefühlten 10. Angriff auf Gotha. Und wir haben gesagt, es sind ungefähr 20 Orks. Na, wir sind gespannt. Also ich bin gespannt. Mächtige Orkkrieger, starke Orkkrieger. Ich nehme erstmal den mächtigen. Ohne besonderen Grund. Mal gucken, wie viele auf mich zukommen. Einer hat eine Armbrust, das ist ganz nett. Ich bin gleich mit Dacht offen gestanden. Wäre aber okay, wenn wenigstens einer da bleiben würde, der Mächtige hier zumindest. Der eh gleich tot ist. Oh, ouch. Ah, einer ist tot. 19 to go. Weiß nicht genau, warum du mit der Armbrust hierher rennst, aber in Ordnung. Ein Schütze. Ah. Gut. Versuche ein bisschen ihren Bolzen auszuweichen. Ich dachte nur, hier sind ja noch welche Kisten, die kann man vielleicht ein bisschen zur Deckung nutzen. Ach, weißt du was? Ich schieße einfach auf alles, was sich da bewegt. Menschenjäger, komm. Und hier ist auch noch einer. Ein mürrischer Krieger. Der wird gleich noch ein bisschen mürrischer, wenn ich ihm so einen Pfeil reingejagt habe. Aua. Moment, ich muss kurz mal hier diese Waffe weglegen. Dann nehme ich einen Heiltrank schon mal. Etwa so. Ja. Der Typ schießt weiter auf mich. Das kann er ruhig machen. Das war schade. Hätte ich fast erwischt. Er hat mich erwischt. Mein Gott, sogar die mutanischen Orks sind etwas schwächer als die im Varant, kann er sein. Aua. Meistens auch nicht so schwach. Egal. Hallo. Lauf weg. 40 Erfahrungen. Einen Schützen habe ich also erledigt. Ganz nett. Mist. Steckt eine Waffe weg, bitte. Weg damit. Gut. Der Typ da hinten, der dreht offenbar gerade ab. Ja, ich bin immer noch hier, genauso wie vorher. So, du rennst jetzt hierher. Ich renn kurz nach deinem Schützen da hinten. Lalalalalala. Und bring dich um. Und du wirst auch bald sterben. Also gleich, jetzt zum Beispiel. Fantastisch. Muss ich ihn noch umbringen irgendwie? Nee, du bist ganz tot. Wundervoll. Hallo Menschenjäger. Du bist noch nicht fertig. Oder besser, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ja, ja, komm. Sehr, sehr schön. So, kann ich dich schon mal looten hier, sonst vergesse ich das nämlich. Ein bisschen Gold und ein bisschen Schnaps und einen Krusch-Tralala habe ich auch noch mit, eine schwere Ork-Axt. Und eine Ork-Armbrust, die ist gerade mal so wenig wert. Und ein paar Bolzen, ein Krusch-Warrock, eine Heilwurzel und 28 Goldmünzen. Das ist doch ganz fein. Was haben wir hier? Ein Menschenjäger mit etwa demselben Equipment, noch so einer komischen irgendwas anderes noch, irgendeiner anderen Ork-Waffe noch dazu. Habe ich das schon alles schon gelootet? Also alles schon geplündert? Ja, habe ich. Habe ich nicht noch Leute getötet? Ja, diese Waldbeere habe ich bestimmt getötet, indem ich sie gerade ausreiße. Ich habe schon noch mehr getötet. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt, glaube ich, schon vier Leute weggeknüppelt. Das ist ganz nett. Nehmen wir jetzt einen starken Ork-Krieger, den wir direkt mal in den Schritt schießen. Und in eine Armbrust. Guck mal an. Hilft dir nicht so richtig viel. Beim nächsten Fall bist du, glaube ich, tot. Beim nächsten Fall sind sie tot. Ein Schütze, das ist auch geil. Der starke Ork-Krieger nimmt seine Armbrust und versucht, auf mich zu schießen. Der Schütze nimmt seinen Krusch, ich glaube, Warrock? Nee, Krusch Tarach. Und versucht, mich so umzubringen. Ist auch geil. In beiden Fällen misslingt es. So, das weg. Mein Gott, jetzt läuft es wirklich wie geschnitten Brot hier mit den Orks. Das ist ja wundervoll. Danke für deinen Kram. Wo sind die nächsten? Da haben Lagerfeuer kapiert nur noch so ein paar. Es waren übrigens gerade 6, also es fehlen nur noch 13 oder so. Ja, am Lagerfeuer sind wirklich noch ein paar. Ich will doch ganz gerne erstmal den Chef mit rauslocken. Wofür ich hier diesen Schützen anschieße. Hallo, Potros. Ja, ja, komm ruhig her, Potros. Der Rest geht nämlich gerade wieder weg. Ach, und Gorn rastet auch schon aus. Da hinten, das ist gut. So, Potros. Ich habe ein bisschen was dazugelernt. Das hier zum Beispiel. Wie ihr vielleicht siehst und merkst.
Sehr, sehr schön. Möchte ich töten noch? Ja. Töte den Anführer des Ork-Vorpostens nahe Gotha. Ruf in Gotha plus 10. Das ist toll. Ach, guck mal. Zack, zack, zack. Und tot. Tot, sag ich. Geh doch. Und der nächste kommt an. Um zu sterben. Allerdings habe ich ihn gerade nicht getroffen. Aus irgendeinem Grund. Ich sehe auch gerade nicht so viel, weil es alles ruckelt wie sonst was. Geh doch. Naja, komm. Ich hasse es, an Hängen zu kämpfen. Da treffe ich immer nur die Hälfte, obwohl es auch keinen Sinn ergibt. Wieso habe ich den gerade nicht getroffen? Mehrmals übrigens schon zum dritten Mal oder vierten Mal. Er dreht sich auch wirklich immer genauso, dass ich ihn nicht treffe. Ja, eigentlich gar nicht möglich. Wisst ihr was? Komm hier runter. Weißt du was? Ist mir jetzt egal. Das ist echt nervig mit dem Typen. Geht doch. Meine Güte. So. Gorn kämpft tapfer weiter. Ich unterstütze ihn, indem ich auch mal seit diesem Speerveteran, hallo, umbringe. Und diesmal ganz übrigens. Oh, oh. Weg. Also diese unglaublich langen Action-Sequenzen, sag ich mal. Diese ja. Hier ich zum Beispiel jemanden töte, das ist manchmal etwas nervig. Dann könnt auch einfach ganz kurz mal so mit dem Schwert da lang. Ah, ein Warg! Ich hab's doch gesagt, ich wollte nicht gegen irgendwelche Waage noch kämpfen. Wo kam er jetzt gerade her? Egal. Er könnte auch einfach theoretisch einfach nur so ganz kurz mit dem Schwert an der Kehle langfahren oder irgendwas. Aber nein, er macht da ein riesen Ding draus. Da. Völlig egal, ob da gerade sonst was abgeht. Ach, der hat mich gelootet hier. Also auch völlig egal, ob da irgendwelche Krieger auf mich zurennen oder irgendwas. Das ist alles egal. Na ja, das muss noch weiter handhaben, wenn du das willst. Geh doch. So, dich gelootet. Da steht ein Ork noch rum, okay. Ups. Welche Waffe? Na komm mal her, erfahrener Ork-Krieger. Mal sehen, wie ich dir gehöre, wie erfahren du wirklich bist. Oder du bist ganz schön erfahren. Ja, zumindest kämpfen wir jetzt halbwegs auf ebenen Grund. So dass ich theoretisch mal treffen könnte. Oder auch nicht. Muss aufpassen. Muss auf jeden Fall aufpassen. So, die 9. Ich hoffe, Gorn stirbt da hinten nicht. Deswegen mal ein bisschen schneller looten. Zack. Zack. Ich auch noch. Und rechtsklick hier und hier mal mit links. Gorn, lebst du noch? Der war irgendwie hier unten, glaube ich. Ein Speerveteran, okay. Wir sind auf jeden Fall reichlich Leichen verstreut. Und da steht jemand gepanzert. Das wird ganz offensichtlich kein Mensch ist. Ist Gorn wieder zurück in sein Haus gegangen? Kann das sein? Also dem Spiel will ich es durchaus zutrauen. Ja. Geh doch. Viel besser. So. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Lebst du noch? Nur ganz für den Fall das. Nein. Gorn? Könntest du bitte wieder weiter mitkämpfen? Es ist wirklich wahr. Gorn? Da bist du ja endlich. Verdammt, hol mich hier raus. Ja, Gorn, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Das hatten wir, glaube ich, alle schon mal den Dialog. Und, was willst du mit einem Teleportstein? Das hatten wir alles schon, bla 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 bla. Du arbeitest für die Rebellion, das wissen wir auch schon, Gorn. Seit wann machen die Untote Angst? Die sind nämlich schon längst weg, schon seit, weiß nicht, 100 Folgen oder sowas. Und wo ist Lee jetzt? Die haben auch schon längst getroffen, Warand. Und warum greifst du eine Stadt an, wenn du weißt, dass ein Dämon drin haust, weil da halt krasser Kram drin ist? Und du bist übrigens jetzt wieder frei. Achso, der Dämon von Gotha wird niemandem Angst machen. Stimmt ja. Portos bleibt den Rest seines Lebens tot. Portos bleibt den Rest seines Lebens tot. Gute Nachricht. Sehr gute Nachricht. Jetzt kann ich mit der Planung anfangen. Leb wohl, alter Freund. Wieso denn, alter Freund? So alt bin ich nun auch wieder nicht. Eine Pause wäre aber gar nicht so verkehrt. Vielleicht mal im Knast oder sowas, ne? Wie immer. Du bist jetzt übrigens wieder frei. Du bist jetzt wieder frei. Danke, Mann.
Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Wer braucht sonst noch irgendwas? Brauchst du noch etwas? Schau dich um, das ist eine Ruine. Schutt, Knochen, Steine und Krabbeltiere. Ich könnte fast alles gebrauchen. Okay, und wie sieht's mit einer Unterstützung von außen aus? Wie sieht es mit Unterstützung von außen aus? Des neuen Lagers, okay. Sehr gute Idee. Geh für mich nach Okara und überbring Roland, dem dortigen Rebellenanführer, eine Nachricht. Was soll ich ihm sagen? Er hat mich gebeten, das Lager der Orks auszukundschaften. Ja, das machst du ja seit Wochen wahrscheinlich. Das hast du ja toll gemacht. Ja. Du bist einfach reingegangen und hast dich gefangen nehmen lassen. Als würde dir sowas nie passieren. Wer musste dich aus der Burg des Minentals befreien? Nicht wahr? Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Ach, genau. Vor kurzem kam ein Bote aus Montera zu Potros und ich konnte ihr Gespräch belauschen. Der Bote sagte, dass bald die große Lieferung aus Montera hier ankommen würde, die Potros bestellt hätte. Waffen, Proviant, einige Werkzeuge und noch ein paar weitere Dinge. Okay, und was bringt Roland diese Information? Was bringt Roland diese Information? Wenn Roland in den Waldgebieten ein paar Posten aufstellt, könnte er diese Lieferung abfangen. Ach Mensch, du kennst das doch. So wie früher im neuen Lager. Wir schnappen uns die Lieferungen von anderen. Okay. Ja, ja, schon klar, was du meinst. Ja, ja, schon klar, was du meinst. Okay. Was musst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Wir zurück zur... Ich werde versuchen, Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen. Lass dich nicht töten, mein Freund. Wäre schade drum. Das sehe ich auch so. Macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Darauf komme ich vielleicht zurück, weil jetzt du bist echt ziemlich... Jetzt wirst du bluten. Ja. Denn... Ich mag Gorn eigentlich ganz gerne, außer dass er natürlich dummerweise seine Assassinenrüstung jetzt angezogen hat und er mich jetzt erstmal bedroht. Na gut. Helf mir trotzdem gegen diese Leute. Ich gehe den mächtigen Ork-Krieger hier. Okay, den ich nicht getroffen habe, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt. Na komm. Einschlagen und bist du tot. Und du bist tot. Ah. Gorn? Da! Könntest du mich mal in die Herren treffen? Da! Das weiß ich, kann auch gehen. So. Und Gorn läuft hinter den einzigen Typen her, der gerade nicht stehen bleibt. Ist auch super. Entschuldigung. Da! War nur die richtige Strafe für dich, Gorn. Steh auf diese ganze Scheiße. So, jetzt geh bitte zurück, weil ich möchte gerne die Waffe und sowas mitnehmen. Und da du mich ja gerade nicht leiden kannst, weil ich hier irgendeine Assassinenrüstung trage, die ich auch erstmal nicht ausziehen möchte, weil die relativ gut schützt vor den ganzen Ork-Krimskrams. Ja, egal. Erstmal noch den weiteren Ork da oben umbringen. Gorn ist ja praktisch jetzt befreit, aber allerdings sind doch noch ein, zwei Orks leben ja noch. Der Pferdleser zum Beispiel und da links sieht auch noch irgendein. Deswegen locke ich sie mal fix an. Du brauchst nicht so viele Pfeile, 4 Pfeile oder so. Jetzt wirst du bluten. 3 sogar nur. Bleib stehen, Mann. Du hast keine Waffe mehr, nicht wahr? Muss ich also noch. Hab ich also nur niedergeschlagen, hab ich nicht getötet oder was? Du bist auch lustig. Na gut. Bin ich gut? Oder bin ich gut? Nur für den Fall. Nee, du bist ganz tot. Wundervoll. Ich habe schon gelootet. Ja. So. Mein lieber Gorn, hau mal bitte ab da vorne. Und verzieh dich endlich mal nach Gotha. Du stehst nämlich hier echt nur im Weg rum, wenn ich die ganzen Orks umbringen möchte. Und ich muss noch diesen Vorposten ein bisschen looten. Ich nehme an, da sind noch ein, zwei Dinge, die man mitnehmen könnte. Ja, er geht hoch. Wundervoll. Gehe ich gleich mal in das Haus rein, wenn ich schon mal hier bin. Und guck mir den Inhalt der Truhe an. Was haben wir denn hier? Wir haben, ach ja, die Teleporter nach Gotha, wie schön. Ein Trank gegen Krankheiten, eine Kelle, einmal Rohstahl und 20 Goldmünzen. Dann haben wir noch natürlich den Thron, auf den ich mich draufsetzen muss, aus Prinzip schon. Und da links sehe ich gerade so ein Schwertchen oder so ein Kurzschwert, ein Langdolch, wie auch immer, und eine Ork-Armbrust und ein Stückchen Fleisch oder sowas. Ein Topf, okay, auch in Ordnung. Nehme ich beides mit, oder nehme ich alles mit, nicht beides, Wasser nehme ich noch mit. Hier noch irgendwas, nein. Hat Gorn noch irgendwas liegen lassen? Ja, Schinken. Gorn hat Schinken liegen lassen. Das ist ja ungewöhnlich für ihn. Wasser, Grütze, Brot, Wasser und noch mehr Brot. Also wirklich schlecht ging es ihm auch nicht. Voilà.
und man kann auch da hochgehen. Aber vor allem würde ich jetzt gerne noch die Orks hier vorne töten, die glaube ich auch noch ein paar rumlungern. Ist hier irgendwas? Nein. 1, 2, 3, 4, 5 Orks. Na, guten Tag. Mächtiger Gebirge-Ork. Ja, zu deinem Volk werde ich bald gehen. Ja, ja, ich treffe euch alle einfach. So, du bist tot. Ich kann mich gerade nicht richtig bewegen. Gehe aber mal kurz hinter diese Palisade, um irgendwie... Oh, Elite-Krieger. Vor den Armbrustschützen ein bisschen sicherer zu sein. Lauf, 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 lauf. Gut. Okay. Ich habe es tatsächlich geschafft, in diesem Pulk zu verfehlen, aber das ist... Das sind meine ganz speziellen Skills, die nur ich habe. So, du bist gleich tot. Jetzt. Und der komische Orkscher Oberer kriegt auch gleich mal einen mit noch. Stehen! Ebenso wie der abgehärtete Krieger. Ich bringe euch einfach um mit dem Bogen, weil ich gerade irgendwie Lust drauf habe. Außerdem ist, deine Stachelkeule ganz schön mächtig, zumindest sieht sie so aus. Ah, wieder ein wahres Schlachtfeld. Erinnert mich ein bisschen an Vanguard. Ja, ich bin da. Oh Gott. Oh, laufen noch ein bisschen Kreis. Und den Weg zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Und noch ein Pfeilchen für dich. Ein vollster Pfeil für dich und ein letzter Pfeil für dich. Na komm mal her, mein lieber abgehärteter Krieger. Du bist abgehärtet, bist du nämlich gar nicht mal. Ja, du hältst nicht so wirklich viel aus. So, dein Kran nehme ich natürlich mit. Ebenso wie deine schwere Ork-Axt. Und was hast du dabei? Nur ein bisschen mehr Geld, aber sonst nicht so richtig viel. Aber dafür habe ich noch jetzt Ruckler im Gepäck. Morgenstein nehme ich natürlich mit, ganz klar. Habe ich hier nicht auch irgendeinen gerade frisch getötet von euch? Dich? Nein. Dich? Nein. Dich? Ja. Der mächtige Bürger-Ork. Und es sind immer noch 3 oder so. Na gut, egal. Aber das ist schon die Wache vom anderen Ausgang, von daher ist es, glaube ich, in Ordnung. Der Kundschafter. Nein, möchte ich nicht. Und damit ist der da hinten schon mal tot. Na, Karan. Ach ja, der Händler. Ich erinnere mich, der hält aber auch nicht gerade viel aus, meine Güte. Sei es drum. Bleib still! Und noch so ein Niete-Ork, den ich auch gleich mal umbringen muss noch. Das könnten die letzten beiden Orks sein. Weiß ich nicht. Sag mal, Narkan da hinten. Er läuft einfach wieder weg. Egal, nehme ich die Schwertchen immer wieder. Oh. Der ist immer so ein bisschen hinter mir, wenn ich gerade den Wirbel mache. Wie funktioniert dieser Wirbel fast nur in einer Ebene, kann er sein. Beziehungsweise macht es eine 72-Grad-Drehung. Also eigentlich macht er eine 63-Grad-Drehung, aber er deckt damit irgendwie den 72-Grad-Bereich ab. Und die Gegner befinden sich gerne mal zufälligerweise im letzten 90 Grad. So, bist du auch ganz tot? Nur so? Ja, bist ganz tot. Ich kann dich auch umherrollen, ganz lustig. So, Kruschwarok, und du hast was dabei? Zweimal Schnaps. Ja, wie Elite-Krieger also sein muss, zweimal Schnaps mitnehmen, dann reicht das auch schon. Mehr muss ja auch nicht. So. Und da oben. Der letzte Ork, hoffe ich doch langsam mal. Ich habe dann irgendwann vergessen mitzuzählen. Hab mich nicht endlich. Du durfst auch schon ein bisschen Schaden litten haben. Narkan. Upsala. Da. Ja, okay. Hier, da hinten ist noch jemand. Da hat nämlich noch jemand gegrölt. Da. Du bist gleich tot. Guck mal, was du dabei hast als Händler. So, 40 Erfahrung ist auf jeden Fall nicht so viel. Kruschwarok, und du hast, wow, 28 Goldmünzen und eine Schnapsbeere oder sowas. Kann ich jetzt töten, aus Prinzip noch? Nee, kann ich nicht. Hallo, ist noch jemand hier? Kurz mal gescannt. Nein, das waren die Orks also alle. Gott sei Dank. Du meine Güte, ich werde kurz mal hier ein bisschen was braten, weil ich habe glaube ich nur noch 6 Fleisch, nee, 7 Fleisch, aber auch der 6 dafür. Und werde mal 99 rohes Fleisch braten. Ich glaube, das ist glaube ich ganz in Ordnung. Bin ich ein bisschen besser gerüstet für Nordmauer und Faring und so weiter. Weil damit wäre einiges um einiges heftiger. Kundschafter hat lustigerweise mehr dabei als hier der Händler. Auch witzig. Da bist du ja wieder. Okay, jetzt war nicht der letzte Ork. Hä? Einer auf dem Turm oder im Gebäude oder sowas. Klingt so ein bisschen. Oh, ich hab gleich gelootet. Guck mal an.
Im Haus ist, glaube ich, keiner mehr. Da war ich ja gerade erst drin. Gehen wir hoch. Ach, da ist jemand. Ich froh, dass es nur ein Kundschafter ist, weil er halt nicht so viel aus. Na komm. Geh doch. So, dein Kran nehme ich mit und auch dein Kran nehme ich mit. Und für den Fall, dass du noch lebst, was du tatsächlich tust, bring ich auch um. So, haben wir noch einer von dir. Aua. Menschenjäger, was? Ja, dumm gelaufen. Ich glaube, ich werde gleich mal eine Runde pennen, wenn ich ja... Ach, du lebst noch, was? Das ist halt dumm. Wisst ihr was? Ich esse doch vollzeit mal ein Stückchen Fleisch. Nur für den Fall, dass jetzt irgendein Ork ankommt. Und doch noch ein Problem mit mir hat. Ganz oben vielleicht. Nein, alles gut. Alles gut. Aber kann ich irgendwas mitnehmen? Nein, nur ein bisschen Ausblick. Schön. Ich habe auch keine Kampfmusik mehr. Das heißt also tatsächlich, dass ich scheinbar wirklich den Vorposten von den Orks geräumt habe. Das ist ja ganz fantastisch. Haben wir hier ein Bettchen oder sowas? Das wäre ganz günstig. Dann würde ich kurz mal eine Runde pennen und mich dann in Richtung Farin aufmachen. Farin, nicht Farin. Haben wir nicht, aber wir haben ein großes Bettchen. Und ich finde, diesen Schlaf hat mein Held sich mal verdient. Der hat jetzt relativ viel gekämpft. Mein Gott. Hier ist ein Bett in der Schmiede. Der schön warme Schmiede, sondern sogar einige Betten, soweit ich weiß. 3 Stück. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ah, schön. Hört also der verdammte Regen mal auf. Ich habe übrigens mal, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, habe ich mal den Regen etwas leiser gestellt, diese ambiente Geräusche, wie es so schön heißt. Weil er ist doch schon ganz schön laut, würde ich sagen. Oh, ist doch ein super Tag, um nach Faring aufzubrechen. Apropos, oder ist das schon Faring da hinten? Die Zinnen, ist das Faring? Ja, das ist nicht die Karte, die ich wollte. Jetzt habe ich überhaupt gar keine Karte genau genommen. Weltkarte. Das ist tatsächlich Faring. Wir müssen also im Prinzip theoretisch nur geradeaus gehen. Und irgendwo dort müsste sich ein Weg befinden. Ich glaube, es geht irgendwie über diese Brücke rüber, weil ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann wird alles gut. Und da haben wir noch einen Snapper. Ein Snapper nur. Hier haben wir schon mal so ein kleines Rudel von Snappern erledigt. Wir haben auch schon da vorne so ein paar Wargs erledigt haben. Kann das sein, dass ab und zu mal so einzelne Exemplare nochmal so nachspawnen? In Gothic 3. Weil hier bin ich auf jeden Fall schon mal angekommen. Hier ist auch nichts mehr drin in den ganzen Truhen. Also das ist schon ein relativ gutes Zeichen. Ah, wieder ein Wasserfall. Das heißt, es ruckelt gleich wieder. Und hier rechts sehe ich wieder eine Truhe. Und da ist auch schon die Brücke. Wunderbar. Die ich auch jetzt mal übersehen habe. Geil. Ja, ja, geh ruhig ganz gemächlich heran. Wir finden 7 Feuerpfeile, einmal Vergiftung heilen, einmal Fernheilung, einen Mana-Trank und ein Bisonfell. Schön. Ein Lagerfeuer ohne Leute, die daran kampieren. Hier geht es wahrscheinlich nach Vanguard oder sowas. Ja. Und hier geht es nach Faring, nicht wahr? Wegweiser? Ach, ist egal. Es geht nach Faring. Und das ist eine richtig geile Brücke. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der ersten Dinge, die überhaupt von Gothic entwickelt wurden. Die wahrscheinlich so für solche Show-Sequenzen auch genutzt wurden, für irgendwelche Trailer oder irgendwas in der Richtung, dass man sieht, oh, so schön kann die Welt von Gothic 3 sein. Und tatsächlich ist sie ziemlich schön. Kann man nicht anders sagen. Und wir müssen hier hoch. Die Musik wechselt abrupt offensichtlich. Mitch! Was machst du hier unten? Was soll ich noch oben im Dorf? Ich bin total abgebrannt. Mein letztes Gold habe ich bei Curtis in der Arena verloren. In der Arena! Wenigstens habe ich noch eine Flasche Nordmarer Nebelgeist. Hm. Der hilft mir über die langen Stunden. Den möchte ich haben. Und zwar nicht nur dem Wissen, dass ich die irgendwie brauchen könnte, sondern einfach deshalb, weil es auch eine besondere Flasche ist. Also Dinge, die ja besonders benannt werden, sowas wie Nordmarer Nebelgeist. Er hätte das einfach gesagt, das ist tatsächlich einfach eine Flasche Schnaps. Deswegen, bei solchen Rollenspielen, alle Dinge, die irgendeinen besonderen Namen haben, muss man sich irgendwie aneignen, möglichst. Was muss ich über das Dorf wissen? Was muss ich über das Dorf wissen? Faring ist eine alte Burg der Paladine und jetzt das Zentrum der Besatzung. Khan, der Anführer aller Orks, ist dort und natürlich haufenweise harter Kämpfer. Da kommst du nur schwer rein, aber ich hab's geschafft. Mhm. Wenn Faring das Zentrum der Besetzung ist, ist nicht auch Trains auch das Zentrum der Besetzung? Kann es sein, dass immer nur die Zentren der Besetzung sich an den Übergängen zu nach Mortana irgendwie aufbauen. Also Trail ist der Übergang von Varant nach Mortana und hier ist also in den Faring der Übergang von Nordmar nach Mortana. Das ist eigentlich gar nicht mal dumm.
Okay, und wer ist Curtis? Wer ist Curtis? Ihm gehört die Arena oben im Dorf. Sie ist nicht besonders groß, aber es reicht, um bei den Orks ein bisschen Eindruck zu machen. Hm, und wie bist du in die Burg gekommen? Ich habe für die Orks gearbeitet. Das ist deine einzige Chance. Aber pass auf, wenn sie einmal sauer sind, wird's nichts mehr mit der Burg. Okay, und was wolltest du eigentlich in der Burg? Ich wollte mir ein Schwert besorgen. Nicht irgendeins. Eine Erzwaffe. Weißt du, was der Schmied zu mir gesagt hat? Nein. Der meinte doch glatt zu mir, ich soll erst mal 3 Trolle töten. 3 Trolle! Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht wahnsinnig. Hm. Lass uns zusammen die Trolle töten. Ja, können wir mal später machen. Da kannst du meinetwegen sterben und ich nehme den Bogen. Das ist, glaube ich, ganz okay so. Wäre ja auch nicht der erste Troll, den wir in diesem Wochenende getötet haben. Es wäre der 4., 5. Nee, 4 haben wir schon getötet, glaube ich. Ja, wenn der Nummer 5, 6 und 7. Interessant. Gleich in der nächsten Folge werden wir nach Faring reingehen. Hier ist gerade ein guter Punkt für einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder.